Am Freitag geht sie weiter, die große Jagd des FC Bayern auf Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund. In der Liga haben die Münchner längst wieder in die Spur gefunden und die letzten 5 Spiele alle siegreich gestaltet. Besonders beeindruckend, 4-mal blieben die Münchner zuletzt ohne Gegentor. Nach der 4-wöchigen Winterpause eröffnet der deutsche Rekordmeister die Bundesliga-Rückrunde bei der TSG Hoffenheim. TSG Hoffenheim FC Bayern am Freitag ab 20:30 Uhr im Live-Ticker. Kovac nimmt James in die Pflicht. Vor dem ersten Pflichtspiel des neuen Jahres nimmt Nico Kovac vor allem einen Spieler in die Pflicht, James Rodriguez. James spielt um seine Zukunft, sagte Kovac am Mittwoch. Ich erwarte, dass er sich weiter aufdrängt. Ich sehe, dass er motiviert und fokussiert ist. Er will mehr spielen als in der Vergangenheit. Anzeige, jetzt das neue Trikot des FC Bayern bestellen. Hier geht's zum Shop. 6 Punkte sind nicht die Welt. Dennoch versucht Kovac vor dem Auftakt gegen Hoffenheim etwas Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. Von einer Vorentscheidung in der Meisterschaft will er auch bei einer Niederlage nichts wissen. Egal, wie das ausgeht, da ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Der Druck wird steigen, aber meine Jungs werden die Aufgabe annehmen. Die Pressekonferenz im Live-Ticker zum Nachlesen. Kovac, ich will Meister werden. Kurz vor dem Ende der PK unterstreicht Kovac nochmal seine Ambitionen. Ich will Meister werden, da es das erste Mal für mich wäre. Aber das wird nicht einfach. Sonst könnte es ja jeder machen, Vorentscheidung schon am 18. Spieltag möglich? Kovac verneint dies auf Sport1 Nachfrage. Egal wie das ausgeht, da ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Meine Mannschaft kann mit Druck umgehen. Es ist jetzt eine neue Situation, die die Jungs so noch nicht hatten. Der Druck wird steigen, aber meine Jungs werden die Aufgabe annehmen. Am Ende entscheidet, wer die besseren Nerven hat. Kovac Einschätzung zur TSG Hoffenheim. Ich gehe davon aus, dass sie besser sein werden als in der Hinrunde, so Kovac, der zudem von Trainer Julian Nagelsmann schwärmt. Liverpool noch kein Thema, ich habe dreimal daran gedacht. Bei der Auslosung und den Spielen gegen Arsenal und Manchester City, als ich sie mir angeschaut habe, so Kovac über den Kracher im Champions League Achtelfinale. Wer läuft in der Innenverteidigung auf? Kovac dazu, wir haben 3 Top-Innenverteidiger. Eigentlich müsste ich alle 3 aufstellen, aber wir werden nicht mit Dreierkette spielen. Seine Entscheidung sei aber bereits gefallen, lässt er durchblicken. Kovac zu einem möglichen Transfer von Hudson-Odoi. Ich bin nur der Trainer. Das überlasse ich Bratzo. Da meine Aussagen immer anders interpretiert werden, werde ich dazu nichts mehr sagen. Kovac über Davis. Er ist ein Junge, der in seinem Alter schon fortgeschritten ist. Er ist weiter als unsere Jugendspieler. Kovac ist optimistisch, dass der Youngster den Bayern schon in der Rückrunde weiterhelfen werden kann. Kovac James spielt um seine Zukunft. Der Konkurrenzkampf ist sehr groß. Aber jeder kann sich empfehlen. Alle Spieler, die hier einen Vertrag unterschreiben, wissen, dass man auch mal draußen sitzt. Er hat gut begonnen. Dann hatte er ein paar Probleme, aber in Frankfurt hat er wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Daher erwartet Kovac, dass er sich im Training weiter aufdrängt und weiter. James spielt um seine Zukunft. Ich sehe, dass er motiviert und fokussiert ist. Er will mehr spielen als in der Vergangenheit. Ich als Trainer darf nur bewerten, was ich auf dem Platz sehe. Das ist der Maßstab für ihn, aber auch für alle anderen. Alles andere zählt nicht, sagt Kovac auf Sport1 Nachfrage. Kovac über Koeman. Der Ausfall von Koeman hat uns enorm getroffen. Ich bin der Meinung, dass unser Rückstand keine 6 Punkte betragen würde, wenn er fit gewesen wäre. Dabei erinnert Kovac insbesondere an die Geschwindigkeit und Schnelligkeit des Franzosen. Müssen die positiven Ergebnisse mitnehmen. Wir müssen das ausblenden, was passiert ist.
wir müssen die positiven Ergebnisse vom Ende der Hinrunde mitnehmen. Kovac freut sich auf den Auftakt, wir freuen uns auf den Rückrundenauftakt. Es geht endlich wieder los. Jetzt geht es wieder um das Fußballspielen. Wir müssen 6 Punkte aufholen, Kovac über Robben und Ribéry. Ribéry und Robben sind noch nicht dabei, aber auf dem Weg der Besserung. Für Freitag sind sie jedoch noch keine Alternative. twitter.com/kombi-status/schreck-1085149365315133444 Gleich beginnt die PK. Der Presseraum an der Sebener Straße ist so langsam gefüllt. Ab 13.30 Uhr stellt sich Trainer Niko Kovac den Fragen der Journalisten vor dem Rückrundenauftakt gegen die TSG Hoffenheim. Kovac betritt den Raum und wünscht den Journalisten ein frohes neues Jahr.